Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen Freitagsvideo auf diesem Kanal. Heute geht es um eine Antwort für Alex, BLHR Release. Gucken wir uns mal die Preise an und was mir noch so alles einfällt. Viel Spaß beim Video. Hallo Leute, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wir hatten sie hier mit dem Presave von Battles of Legend Heroes Revenge. Es war zwar anstrengend, weil ich hier teilweise dem Sommer, sei es geschuldet, nicht mit voller Kapazität arbeiten konnte. Einer Urlaub, einer Uni, einer krank. Aber wir haben es trotzdem geschafft, dass gestern der ganze Presave rausging. Ich habe hier geackert ohne Ende, dass das Donnerstag früh alles rausgehen kann. Und das haben wir geschafft. Erstmal so viel dazu. Die anderen aus der Region sehe ich morgen. Wir haben es spontan angekündigt. Letzten Freitag hatte ich mich mit Lars zusammengesetzt und wir meinten, wäre doch eigentlich eine coole Aktion im Sommer, wenn ihr eh Ferien habt und vielleicht noch Freizeit habt, weil ihr gerade nicht im Urlaub verreist seid oder noch nicht wisst, was ihr in eurem Urlaub macht, dass wir ein Release-Turnier zu dem neuen Set in Halle anbieten. Das heißt, wenn ihr es noch nicht gehört habt, weil ihr es nicht Social Media verfolgt oder so, morgen spielen wir ab um 10 ist Anmeldung bis 10:45, glaube ich, oder 10:30. Um 11 geht's los in der Hall of Games Martinstraße 10. Ein normales Constructed Turnier im Swiss-System. Ich mache da vor Ort Featured-Matches für euch und werde An- und Verkauf vom Shop machen. Wir haben unsere Ordner schon gepackt, das heißt, wir sind gut vorbereitet. Eure ganzen Bestellungen und Vorbestellungen vom Set sind auch schon zusammengesucht. Da sollte eigentlich auch jeder bedient werden, der schon was bestellt hatte. Jetzt kommen wir mal zu einem eher kritischen Thema. Alex! Danke, dass du dich endlich mal wieder gemeldet hast in Videoform. Ich möchte eigentlich nur eins zu der ganzen Sache sagen. Ich bin der Meinung, wir haben den Kampf der Händler richtig gut gewonnen. Warum? Die letzten 55.000 Artikel, die inseriert wurden, die kamen von dem Kollegen von mir aus Meißen von der Yu-Gi-Oase. Er hatte gesagt, hier, er möchte den Stock eh verkaufen. Jens, du brauchst da noch was, willst du das haben? Er hat es mir hierher gefahren, wir haben das inseriert und dann war die Sache durch. Und es war kein Bulk, den wir gelistet haben. Das waren alles deutsche Sachen, deutsche Karten, die ich so noch nicht im Angebot hatte, weil ich ja hauptsächlich nur englische Karten einkaufe. Also war das doch legitim, Alex. So, aber vielleicht willst du darauf anspielen, wie wir das schon mal angequatscht haben, weil es dir zu schnell ging und du nicht hinterhergekommen bist, weil du gerade mit Post und dies und das zu tun hattest, dass wir doch so diesen Kampf der Händler erweitern. Wir haben ja beide die Vorstellung von 1 Million Artikel auf dem Account. Man könnte ja so einen Zwischenstep machen und sagen, komm, wir quatschen nochmal miteinander. Wenn du dann auch bei den 600.000 bist, damit es diesmal fair ist und wir bei dem gleichen Status arbeiten. Wenn du soweit bist, könnten wir ja so einen neuen Startschuss machen und sagen, komm, next goal ist 800.000 oder so. Wäre eine Herausforderung auch für mein Team, weil 200.000 Kartenlisten ist halt schon ein bisschen mehr als, was waren es, 140.000, die wir nachgeschossen hatten innerhalb der anderthalb Monate. Da könnte man nochmal drüber reden, aber ich denke, wir quatschen eh die nächsten Tage. Vielleicht bist du ja morgen in Halle, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Battles of Legend Heroes Revenge ist released. Und das Set ist an sich richtig cool, also es sind viele neue coole Karten dabei. Ging auch gut im Vorverkauf raus, wir hatten nur ein Problemchen mit den Shortprints, der Boros War Dragon. Man hätte es vielleicht erahnen können, aber ich dachte mir so, naja gut, wir wollen 120 aufmachen maximal und wenn ich 30 verkaufe, wird das schon irgendwie passen. Ja, dann fehlten uns erstmal 16 Stück, als wir die 60 auf hatten. Durch die restlichen, die wir aufgemacht haben, haben wir dann alle gezogen, konnten alle beliefern, alles cool. Haben sogar jetzt noch ein paar im Binder für morgen, falls ihr welche in Halle braucht, ist der auch mit am Start. Und gucken wir uns doch mal an, was es neben den... Ach, meine Maus geht nicht. Ja, wollte ich euch am Anfang eigentlich sagen. Ich versuche gerade mal mit der anderen Kamera zu filmen, die wir hier für den Livestream hatten. Die habe ich wiederentdeckt und dachte mir, komm, versuchen wir das mal. Also schaue ich mir das nachher mal an, wie da so die Bildqualität ist und ob das alles so geklappt hat mit den USB-Ports, mit dem Mikro und so. Deswegen aber mal heute ohne Maus. Aber was haben wir noch drin? Wir haben einen generischen Link 3 drin, der eigentlich als Allrounder gezählt wird. Der Black Luster Soldier, Soldier of Chaos. Ist eine ziemlich cool. Rang 3 wird vielleicht das Unicorn ablösen, weil man keine Karte abwerfen muss. Wäre vielleicht eine Option für viele Leute. Almiraji oder wie der heißt, von den Großsalamandern, ist ein cooler Link 1. Kommt man schnell auf eine Orc-Groß-Kombo, wenn man halt Hardword in den Sangern. Habe ich mir alles von meinen Jungs erzählen lassen, dass das gerade ganz gut abgehen könnte. Dann endlich Engaged und Widow Anchor. Als Reprint, alle haben drauf gewartet und das ging auch super im Vorverkauf raus. Vom Preisen her geht das auch immer noch. Dann der Lambda, auf den sich mein Bruder sehr dolle gefreut hat, der ist ja Cyframe verliebt. Wird er das morgen auspacken? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, der Lambda ermöglicht jetzt halt auch den Gamma zu zünden, auch wenn man Monster auf dem Feld hat. Ist eigentlich eine coole Sache. Genauso die neue Trap Tricks, das 1er
Link ist das, glaube ich. Ja, genau. Was halt auch mega krass ist für das Themendeck. Dann haben wir die Preiskarte mit dem Utopia Kaiser. Dann haben wir die ganzen Reprints mit Pankratops, Lancia, aber halt die neuen Vision Heroes, auch ganz cool. Also an und sich ein schönes Set, so ein paar Side-Deck-Sachen dabei, wie Summon Limit, was er noch nie in Reprint hatte seit LODT, also seit Schlag mich tot, ich glaube, über 10 Jahren. Cyberstein mit einem schönen Reprint, Stratos okay und viele weitere. Kaiju Slumber hatte, glaube ich, auch noch keinen Reprint. Das war's mit Battles of Legend. Haben wir alles noch im Angebot. Wenn ihr Bock habt, kauft's ruhig ein. Das würde, denke ich mal, alles am Montag rausgehen. Wir kommen gerade ganz gut zurecht. Parallel dazu wurden, glaube ich, schon wieder über 4000 Holos gelistet für euch diese Woche. Das werde ich nach dem Video, wenn mein Kollege Feierabend macht, alles nochmal gegenchecken und natürlich dann online stellen. Das könnt ihr auch dann ab heute, ich sage mal 18 Uhr, kaufen. Ich freue mich eigentlich auf morgen. Das wird wieder ganz cool. Das Wetter wird hoffentlich ganz gut. Die letzte Woche war es ja eher nicht so toll. So, naja, wir sind im Sommer und hier waren teilweise 15 Grad oder so. Und dann hat es jetzt auch ein bisschen endlich geregnet. Ich denke mal, für Halle wird es ausreichen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen sehen. Und das war's an dieser Stelle von der Woche. Uns geht's hier gut, euch hoffentlich auch. Ich freue mich auf die ganzen Featured Matches morgen. Die kommen dann auch im Laufe der nächsten Woche online. Einen Wochenvlog habe ich diese Woche gedreht mit dem hier. Da geht es dann die nächsten 2 Tage noch weiter. Der geht dann am Montag oder Dienstag online. Also wieder viel YouTube-Content. Ich habe es leider nicht geschafft, ein Opening zu drehen vom Set. Da war einfach keine Zeit. Es gab Wichtigeres zu tun. Das war es dann an dieser Stelle vom Video für diese Woche. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen in Halle. Macht's gut, euer Jens.